Wir sind wieder da. Was für ein geiler Trailer. Also, da pocht's schon ein bisschen. Oh ja. Aber als netter und höflicher Gastgeber möchte ich natürlich erst auch meine beiden Gäste nochmal vorstellen. Hier haben wir einmal den Enrico und hier haben wir den Max. Der Max, der ist Community Manager DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz, Schweiz. genau. Und der Enrico, der ist EU-Lead Community Manager. Genau. Also quasi Chefe. Sozusagen. Ja, sehr schön. Ja, die beiden, also wir kennen uns ja jetzt schon zum Glück ein Weilchen, ne? Und Ja. ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr den weiten Weg aus Amsterdam hierher geschafft habt. Heute frisch mit dem Auto angekommen. Jawohl. Gab es ja eine lustige Story. Eigentlich solltet ihr mit einem ganz anderen Auto ankommen und auf einmal stehen sie mit einem Jaguar da. Ja, das hat sich so ergeben. Ja. Ja. Enrico Lustige hat das ein Side-Story. bisschen Ich fand's cool. ausgehandelt. Ich fand's cool. So, hey, die Jungs sind da. Gut, kommen wir aber zum ernsten Thema Armored Warfare. Das Spiel drängt ja im Augenblick massiv auf dem Markt. Ihr habt riesen viele Promo-Aktionen, sowohl was YouTube angeht, als auch was die Social-Media-Aktionen angeht. Und man selbst als, ich sag mal, End-User kriegt ja immer nur mit, wenn es soweit ist. Aber wie viel Arbeit steckt in Armored Warfare drinne? Wann hat das ganze Projekt begonnen? Begonnen hat es im Sommer 2012. Wir haben mit Richard Taylor gesprochen, dem Chief Entwickler sozusagen bei Obsidian, und er hat uns erzählt, wie das so ein bisschen angefangen hat. Im Oktober, Quatsch, im Sommer 2012 haben sie halt die CryEngine runtergeladen und haben mit sechs Entwicklern zusammen so eine kleine Map gebaut, so eine Hügelmap mit einem Haufen Bäumen und so weiter. Und das war ganz witzig, die Story, weil damals gab es in dieser CryEngine, dieser Map, keinen Start-Counter. Die wussten nicht, wann die Runde losgeht. Die mussten mit einem Default-Character, heißt das, also mit einem ganz normalen Spielcharakter, zum Panzer laufen und einsteigen quasi. Ach du meine Güte. Und dann haben die eine Telefonkonferenz gemacht im Büro, haben halt abgesprochen, wann die Runde losgeht, und mussten zwischendurch aber auch immer absprechen, wer ist raus, wer ist noch da, Oh damit Mann. man feststellen kann, wer eigentlich gewonnen hat. Und ja, und so ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen. Wir warten immer noch und hoffen, dass Richard Taylor irgendwie ein bisschen Video oder Screenshots oder Fotos schicken kann, um mal zu sehen, wie das halt damals eigentlich ablief. Auf jeden Fall, das Sehr ist ja, wäre spannend. ja mal eine mega interessante Sache, so ein quasi Behind the Scenes bei der Entwicklung. Das stelle ich mir unheimlich lustig und interessant vor. Nicht nur jetzt als Teammitglieder, sondern halt auch für uns als User. Ja, klar. Aber 2012, das sind ja dann Ist schon eine über 3 Jahre inzwischen. Lange Geschichte. Also die haben halt angefangen, so ein bisschen zu überlegen im Free-to-Play-Markt, wo können sie ein bisschen reinkommen. Die haben ja Pillars of Eternity gemacht und Fallout New Vegas und solche Sachen. Da sind die ja bekannt geworden. Und dann haben sie überlegt, wie sie im Free-to-Play-Market kommen mit einem Action-Rollenspiel oder vielleicht mit einem MOBA. Haben halt so ein paar Ideen entwickelt und die an Publisher geschickt, und dann sind die halt mit my.com in Kontakt gekommen. Und dann kam halt die Idee auf mit Armored Warfare, also mit einem Ta Panzerspiel. Ja. Und Rich hat erzählt, dass der Titel Armored Warfare von Anfang an feststand. Das war so die erste Idee, die sie hatten, und haben gesagt, okay, so muss das heißen. Ja. Und haben dann später halt viele andere Ideen nochmal ge gehabt, aber es hat sich nie was dran geändert. Also erst dem Baby einen Namen gegeben Genau. und dann drumherum Genau, und gebastelt. dann losgelegt, ja. Wenn es jetzt irgendwie, gab es irgendwie so einen entscheidenden Augenblick oder einen Moment, habt ihr da vielleicht Eindrücke, wie und wodurch wurde das Spiel inspiriert in die Richtung, in die es sich jetzt entwickelt? Inspiriert wurde es hauptsächlich durch die Zusammenarbeit zwischen my.com und Obsidian Entertainment, weil halt schon Interesse bestand, in diese Richtung zu gehen, Ja. und weil eben Obsidian auch so ein bisschen in diese First-Person-Shooter-Richtung agieren wollte und eben auch was Moderneres entwickeln. Und durch diese Zusammenarbeit ist das quasi entstanden. Also die Inspiration kam sozusagen von beiden Seiten. Sehr schön. Ihr selbst habt ja, ich glaube, das kann ich ruhig sagen, früher bei Wargaming wart ja auch Mitarbeiter, kommt also aus einer, ich sag mal, artverwandten Branche, kann man schon sagen. Und gibt es da irgendwelche Erfahrungen, die ihr mitnehmen konntet in eurem Bereich, in der Arbeit mit der Community, gerade auch in Deutschland, die ihr jetzt in eurem neuen Stand mitnehmen konntet, was euch jetzt quasi schon so ein bisschen profitieren lässt? Ja, natürlich. Also allgemein ist es halt die Nische Panzerspiele oder Panzer-MMOs ist natürlich, das ist eine Nische, und die Spieler sind natürlich auch im Durchschnitt auch etwas älter und deutlich technisch. Also es ist halt auch so, dass sie sehr technisch versiert sind, und das sind halt Sachen, wo du dich dann auch schon mal mit eingelebt hast. Wie funktionieren die Panzer? Wann wurden sie entwickelt? Wie sieht es aus mit den
einzelnen Werten, Panzerung, der Größe der Granaten und allen möglichen. Also das ist halt sehr faszinierend und ja. Da hat man natürlich dann auch kennengelernt, wie reagiert die Community auf Sachen, was möchte die Community, das ist mit das Wichtigste natürlich auch für unseren Beruf. Also wenn man mit der Community arbeitet, dass wir das Feedback auch bekommen, dass wir es weiterleiten, diskutieren können auch, sprich, dass wir uns auch damit auseinandersetzen. Und allgemein ist halt auch bei Wargaming oder allgemein haben wir uns halt immer sehr stark direkt auf den Kontakt mit den Spielern, auch Streamer und so weiter, konzentriert. Und dementsprechend haben wir halt sehr, sehr viel Know-how, was YouTube, Social Media, Stream und so weiter alles betrifft. Versuchen da sehr, sehr publik und oft unterwegs zu sein. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir hier noch deutlich mehr noch anknüpfen können. Ja, ist ja gar nicht so lange her. Da war der gute Mann ja bei mir in Berlin im Studio. Genau. Und hat mich da so ein bisschen eingeführt in die Materie. War auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Das Video habe ich auch bei mir auf dem YouTube-Kanal demnächst. Ja. Erzählt er heute noch von. Das ist ein sehr prägendes Erlebnis. War für mich auch schön. Also gerade er konnte mal, oder du konntest mal die Umgebung bei mir sehen, wie ich arbeite. Und ich konnte halt so ein bisschen Einblicke in deine Welt bekommen. War schon sehr interessant. Wie zufrieden seid ihr im Augenblick? Die Beta läuft ja jetzt schon eine Weile. Genau. Wenn ihr jetzt ein Fazit ziehen müsstet, bisher, wie zufrieden seid ihr mit der bisherigen Entwicklung? So auch was Spielerzahlen angeht und allgemein was die Engine angeht und die Spielbarkeit. Ja, also wir können auf jeden Fall sagen, dass wir sehr zufrieden mit den Spielerzahlen im Moment sind. Die liegen eigentlich genau in den Erwartungen. Der Wachstum ist auch gesund, wie man in dem Business sagt. Das heißt, es findet halt regelmäßig Wachstum statt. Auch Leute, die einfach gar nichts mit dem Genre zu tun haben, die gar nicht von irgendwie in Konkurrenzprodukten kommen, sondern einfach mal das Spiel ausprobieren wollen, weil es eine coole Grafik hat. Auf jeden Fall. Mit der CryEngine einfach kann man sehr viel mehr anstellen. Es sieht cool aus, es macht Spaß. Wir haben ja auch den PvE-Modus im Spiel, wo die Spieler auch mit ihren Freunden einfach nur ein paar Sachen in die Luft jagen können. Das ist halt wirklich, bietet halt viel an. Und was auch richtig gut ist bei in der Zusammenarbeit mit Obsidian, und das ist auch in Bezug auf Entwicklung der Community und so weiter, Wachstum der Community interessant, ist, dass Obsidian einfach von vornherein als Entwickler auf das Feedback der Community hört. Also in keinem anderen Spiel habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass so viel Feedback eigentlich gehört wird vom Entwickler direkt. Die Entwickler sind im Forum aktiv, beantworten Fragen, sagen, okay, das ist eine coole Idee, da könnte man dran arbeiten und so weiter. Und wirklich, unsere Spieler, da sind wir als Community-Team natürlich sehr dankbar für, haben sehr viel Möglichkeit, das Spiel zu beeinflussen. Sicherlich gibt es immer noch die schrecklichen Bugs und Sachen, die stören, oder wenn auf einer Karte was nicht funktioniert und so. Oder weil ja auch Schießen eine Rolle spielt in unserem Spiel, halt, dass man durch Wände nicht schießen kann oder manchmal schießen kann. Es gibt noch einige Sachen, die zu tun sind, aber Obsidian ist da wirklich on top of things, wie man sagt. Und sehr, sehr zufriedenstellende Zusammenarbeit. Wir sind da sehr, sehr glücklich. Das hört sich doch auf jeden Fall schon mal sehr positiv an. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das Ganze befindet sich noch in der Beta-Phase. Richtig. Das heißt, die Entwicklungsmöglichkeiten sind halt noch gegeben. Wenn man jetzt halt das Feedback noch einsammelt, dann kann man da halt noch viel dran drehen. So, liebe Zuschauer, wir blenden euch jetzt mal ganz kurz einen Code ein. Ja, den solltet ihr euch vielleicht merken. Wir müssen nämlich jetzt erst mal ganz kurz dann zur Zoe abgeben. Die schart nämlich mit den Hufen, was Overwatch angeht. Merkt euch diesen Code. Wir melden uns wieder mit Armored Warfare nach der Werbung und geben jetzt erst mal ab an Zoe und Overwatch. So, herzlich willkommen zurück aus einer kurzen Werbeunterbrechung. Jetzt habe ich die Story nochmal, die musste eigentlich den Zuschauern selbst. Dieser Jaguar, wie kommt es dazu, dass ihr mit einem Jaguar hierher kommt? Dieses Auto. Ja, die Story ist so, ich habe ein Auto gemietet natürlich, weil wir dann einfach flexibler sind. Und die Strecke von Amsterdam bis hierher ist ja nicht so lang. Und dann standen wir da an dem Tresen und sie sagte, ja, wir haben Renault Clio für euch. Und da dachte ich, okay, wir sind so 2,5 Stunden unterwegs, Max muss nebenbei noch arbeiten, ich muss fahren, Renault Clio. Und dann sagte sie, ja, oder für 30 Euro mehr haben wir hier einen Jaguar. Für 30 Euro mehr? Und dann habe ich gesagt, okay, das zahle ich aus der eigenen Tasche, kein Problem. Und dann fahren wir bequem und es ist sicherlich übertrieben, aber once in a lifetime. Ne? Ja, also hätte ich auch sofort unterschrieben. Geile Story. Jaguar ist auch so ein Ding, da geht es schon irgendwie
da pocht das Herz ein bisschen. Und da machen wir wieder den gekonnten Schwenker zu Armored Warfare. Denn der Max, der war ja, wie schon erwähnt, bei mir im Studio und hat mich da so ein bisschen durchgeführt. Und du hast auch einen speziellen Panzer, den du besonders geil findest im den Spiel. Den habe ich dir auch, glaube ich, schon im Studio selbst gezeigt. Ja. Das ist der Charlo S. Das ist ein T4 TD, also Jagdpanzer. Auch russischer, aus russischer Bauherkunft, wie man auch dazu sagen mag. Beides. Und der hat auf jeden Fall ordentlich Wumms und ist ein Radpanzer, sehr mobil und kann ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. War damals in unseren Gründerpaketen zum Early Access und den sieht man oft auch noch rumfahren. Ja. Der ist aber ziemlich cool. Cooles Teil. Cooles Teil. Gibt's auch jetzt als Söldner-Version. Jalo S. Genau. Aber wir kommen wieder zu einem Thema. E-Sport. Ladies and Gentlemen, E-Sport ist natürlich super. Das große Thema hier bei uns und auch bei mir. Und da fragt sich oder stellt sich mir natürlich die Frage, wo geht es hin da mit Armored Warfare? Wir haben von euch gehört, wo Armored Warfare herkommt. Und jetzt die Frage, wo geht's hin? Gibt es da einen Fokus auf den E-Sport? Wenn ja, wann kann man damit rechnen? Wie sieht's da aus? Also wir haben natürlich allgemein, weil wir ein kompetitives Spiel sind, haben wir natürlich neben dem PvE-Modus, den wir bei Armored Warfare auch ganz speziell drin haben, normal den PvP-Modus und jetzt in dem kürzlich erschienenen Update 011 haben wir halt auch noch individuelle Kämpfe, heißt es bei uns, hinzugefügt. Das heißt, du kannst wieder bis zu 15 Spieler gegen 15 Spieler selbst organisieren, also ein eigenes Match erstellen. Und das wirklich Coole dabei und was halt auch für E-Sportler oder allgemein das Casting natürlich super cool ist, ist natürlich, dass du 4 Observer-Posten hast mit einer frei bewegbaren Kamera und so weiter. Das haben wir jetzt schon drin. Und wir haben natürlich auch jetzt schon, sobald das Feature rauskam, hatten wir schon direkt ein paar Turniere, die stattgefunden sind, hatten jetzt auch ein großes von der deutschen Fanseite, wo auch europäische Clans, also Bataillone heißt es ja bei uns, teilgenommen haben, unter anderem Airsob, dann auch noch Odem Mortis, Skill und alle möglichen, die man halt einfach als Panzerfanatiker kennt. Und das war auch eine super Resonanz, die wir da bekommen haben und allgemein ist es halt für uns, wir wollen auf jeden Fall den Bereich E-Sport noch weitergehen, aber was uns sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich auch die Entwicklung von der Community selbst und dass dieser Gedanke, dieses Gemeinsame, das sehen wir halt jetzt auch, weil sehr, sehr viele Leute, auch jetzt in den letzten Tagen mich zum Beispiel, sehr, sehr viele Leute angeschrieben haben und gefragt haben, hey, ich würde gerne E-Sport was veranstalten und so weiter. Wir haben halt sehr, sehr viel Interesse und uns ist es halt wichtig, dass wir ganz natürlich und aus der Dynamik unserer Community zusammen dann halt einfach den Bereich E-Sports angehen. Also, dass ihr quasi von Anfang an die Community mitnehmt und nicht irgendwie den Fehler macht, genau, da erstmal so eine abgekanzelte Version zu machen. Und natürlich auch von der anderen Seite, dass die Community uns auch mitnimmt. Das ist halt uns, wie gesagt, auch noch sehr wichtig. Ja, ihr habt es schon angesprochen, es gab schon ein großes Turnier bisher. Gibt es da in Zukunft, kann man da schon bald was erwarten im neuen Jahr, dass man so als Streamer und Caster da auch mal gleich so ein Hammer-Ding mitkriegt? Habt ihr da schon irgendwelche Geheiminformationen vielleicht? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Jetzt mit dem Tankmania, das war wirklich erst der Anfang und das war dafür, dass es das erste große Turnier war, schon super cool. Und für die Zukunft wollen wir auch weiterhin natürlich mit Fanseiten, Streamern, YouTubern und natürlich allgemein Leuten aus der Community, denen so ein Gedanke von einer Liga oder einem Turnier vorschwebt, die wollen wir natürlich unterstützen und wollen natürlich auch in Zukunft im besten Fall jetzt Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2016, Januar, Februar, müssen wir mal sehen, wollen wir auf jeden Fall auch noch mal was deutlich Größeres auf die Beine stellen, wo dann auch noch deutlich mehr Spieler, deutlich mehr Zuschauer dran teilnehmen können und was das E-Sport-Herz auf jeden Fall höher schlagen soll. Auf jeden Fall. Wir wollen an der Stelle hier noch mal kurz darauf hinweisen, denn ihr seid nicht mit leeren Händen gekommen, sondern ihr habt was Schönes für die Zuschauer und für die begeisterten Fans da draußen mitgebracht. Wenn man über eure Homepage geht, über my.com-Homepage von Armored Warfare, die können wir mal kurz einblenden auch, da habt ihr einen Code mitgebracht, den muss man dort nur eingeben, wenn man sich eingeloggt hat. Und was kann man da als Zuschauer genau gewinnen? Oder was bekommt man da? Man bekommt 3 Tage Premium-Zeit. Also wir haben auch die Premium-Zeit in unserem Spiel, wie in so vielen anderen Spielen auch, und hat dann eben einen schnelleren, also sammelt mehr Ruf, heißt das bei uns, das ist die Erfahrung aus anderen Spielen, und halt auch die Credits, die Ingame-Währung, und kommt halt ein bisschen schneller voran. Das heißt, jeder, der irgendwie Interesse hat, das Spiel mal auszuprobieren, geht auf aw.my.com, meldet sich dort an, loggt sich in seinen Account ein und während er das Spiel runterlädt, kann er den Code quasi schon eingeben und dann die 3 Tage Premium-Zeit direkt loslegen.
Und ja, hoffentlich macht Spaß. Hat man auf jeden Fall einen perfekten Einstieg in dieses wunderschöne Spiel Armored Warfare. Die Zeit ist leider schon um. Die Zeit verrennt wie im Flug, auch Wahnsinn. Bei uns. Danke auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ihr habt ein paar interessante Dinge. Turnier, da will ich auf jeden Fall dabei sein. Ja, aber zum Abschluss habt ihr noch einen zweiten Trailer mitgebracht, genau. Um euch quasi nochmal stimmungsvoll in die nächste Sendungspart, Abschnitt, bla zu führen. Meine Güte, das habe ich verkackt. Trailer los.